Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Paket für dich, was mir zugeschickt wurde zum Geburtstag. Ja, es ist schon Juni, aber trotzdem kommt noch das ein oder andere Paket irgendwie bei mir an. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir dieses mega schöne Paket aufzumachen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Dani hatte mal was bei mir gewonnen und ich gebe immer als Absenderadresse tatsächlich auch die, den nächstgelegenen Hermes Paketshop an. Und dann hat sie versucht, was zurückzuschicken und es kam immer wieder zu ihr zurück. Ja. Und irgendwann hat sie mich dann angeschrieben, total traurig, und mir das geschrieben und gesagt, Mensch, ich versuche dir ein Paket zu schicken, aber irgendwie funktioniert es nicht und es kommt immer wieder zurück und dann war es auch noch demoliert und alles. Ich sage, oje, oje. Und dann habe ich ihr meine Adresse auch gegeben, hat sie mir das geschickt und jetzt habe ich das Paket hier und oh, Dani, du bist so eine verrückte Nudel, echt. Echt. Mann, es ist groß, es ist schwer, es ist... Ne? Ich meine, guck dir das mal an, wie wunderschön das aussieht. Sie hat auch ein DHL-Paketset dafür genommen, was einfach echt hübsch ist. Und so einen schönen Kinderspielplatz quasi und Parkanlage und viel zu schade, um es aufzumachen. Echt. So, mache ich jetzt aber. Und hier haben wir einen Blick in die Box. Dann wollen wir uns mal angucken, was drin ist. Als erstes liegt hier so ein bisschen was zum Lesen drauf. Süß. Ein Teddy. Hallo liebe Claudia, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute zu deinem 30. Geburtstag. Wie ich dich kenne, wirst du jetzt sagen, das muss doch nicht sein. Doch, das muss es. 4 Ausrufezeichen. Nein, Dani, das muss nicht sein. Ich habe schon mal geschrieben, du bist so herzlich und gibst deinen Zuschauern so viel, dann darf die Claudia auch mal was bekommen. Und besonders zum 30. Geburtstag. Zu einem Geburtstag gehört ja auch Kaffee und Kuchen. Hätte ja gerne mit dir zusammen Kaffee getrunken, aber das geht ja nicht. Ich habe dir dafür etwas ins Päckchen getan und eine Kerze darf natürlich auch nicht fehlen. Kerze an, auspusten und sich etwas wünschen. Den Rest verrate ich nicht, was im Päckchen alles drin ist. Sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Oh Mann, Geburtstag ist wohl ohne Frage der schönste aller Erdentage. Drum will ich keine Zeit verlieren zum Wiegenfest dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Viele liebe Grüße und Bussi, Dani. Oh, danke schön. Und noch was zum Lesen, da steht für Claudia drauf. Das bin ich. Party, yippie, alles Liebe zum Geburtstag. Und das sind Hamster. Oh, Dani, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe, bevor wir Sammy hatten, dieses Zimmer als Hamsterzimmer gehabt. Also ich hatte 2 Zwerghamster. Die waren in so riesengroßen Terrarien. Also jeder hatte sein eigenes Terrarium, weil Hamster sind ja keine Tiere, die man zusammenhalten sollte. Und die waren auch total süß und knuffig und so, ne? Und wurden dann ja auch alle paar Jahre quasi erneuert, in Anführungsstrichen. Also dann gab es halt neue Hamster, weil die leben ja nicht so lange. Liegen mittlerweile bei uns im Garten vergraben. Ja. Passt also echt gut, ne? Dann gucken wir mal. Okay, wow. Leute, ich habe mich voll erschrocken. Okay, ich öffne die Karte jetzt mal so. Ich dachte, da kommt jetzt Musik raus, aber nein. Nicht erschrecken, okay? Mega. Okay, ich mach sie vorsichtig auf und guck mal, was du reingeschrieben hast. Hab viel Spaß und feiere schön. Viele Geburtstagsgrüße und Bussi, Dani. Danke, Dani. Die Karte ist ein Burner. Echt geil. Die ist so geil. Wow. Komm ich nicht drauf klar. Komm ich überhaupt nicht drauf klar. Geil. So. Ich habe jetzt schon meine Wangen tun weh. So, und zuerst hast du mir hier Kekse reingelegt. Dan Cake, einzeln verpackt, 4 Mini-Kuchen. Kaffee und Kuchen, ne?
Okay, wir haben jetzt gerade echt 20 vor 7 und wir essen uns gleich ein schönes Mac-Menü. Das heißt, die werde ich mir aufheben oder... Nein, komm, ich probiere einen. Dann kann ich ja nachher weiter essen. Ich komme immer noch nicht auf die Karte klar. Celebration. So, das ist ein Schokokuchen, der es in sich hat. Alto Belli. Mmh. Oh. Da muss ich gleich weiter essen. Richtig geil. Mmh. Mega lecker. Sausüß, super lecker. Kerze mit Musik. Herzhaft. Okay. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht die ganze Zeit dudeln. Nehme ich mir meinen Flammenwerfer. Habe eine Kerze an. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit Musik aussieht. Man muss es drehen. Der Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es so geile Sachen gibt. Ultra. Mega cool. Ja, die stelle ich hier mal zur Seite. Oh, Brandgefahr wieder, ne? Ich und hier Kerzen. Oh, oh. Hoffentlich fackle ich heute nichts mehr ab. So, und das ist also der Kaffee, ja. Ja, den werde ich probieren. Mein Freund wird ihn auftrinken, weil der steht auf diese Müller-Kaffee-Viecher absolut. Kalter Kaffee und ich sind nicht so Freunde. Aber ich habe die Idee auf jeden Fall verstanden. Kaffeekuchen und eine Kerze, du bist so geil. Nächstes Jahr komme ich einfach besuchen. Du hast ja meine Adresse. Prost. Ne, das werde ich selber trinken, das ist lecker. Mmh. Echt, so lecker schmecken die Teile? Der trinkt die immer und ich denke mir immer, nee, magst du nicht. Doch, mag ich voll gerne. Lecker. Wir haben Kaffee, wir haben Kuchen, wir haben eine Kerze, wir haben gute Laune aufgrund von dieser ultra geilen Karte. Und gucken wir mal, was du hier eingepackt hast. Das kann ich gerade echt gut gebrauchen, denn mein Deo ist heute leer gegangen. Super. Fahr Limited Edition Festival Chic Deodorant für Free Spirits mit blumigem Rosenduft. Oh, 48 Stunden Schutz, das glauben wir ja nie. Und 0% Aluminiumsalze. Mm. Super. Eben als ich das, als ich hier mit meinen Videodrehs angefangen habe, habe ich mein Deo verwendet. Und es ist leer gegangen. Und jetzt habe ich ein neues. Hi. Es kommt aber angenehm da raus. Oh, schön kühl. Boah, das riecht echt gut. Das riecht so ein bisschen orientalisch auch. Oh, das riecht mega geil. Dankeschön, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Richtig cool. Oh, jetzt habe ich Deo und da hinten habe ich eine Kerze. Ne? Ich dachte, stell dich mal vor, ich hätte das zu nah an die Kerze gemacht. Ich habe voll die Fontäne gekriegt. Ich bin auch echt immer gut hier auf Arbeitssicherheit ausgerichtet. Ne? Ja, geiles Teil. Cool, wird direkt in Verwendung genommen. Hier ist so ein Oschi von Teil, also riesig und schwer, in Zeitungspapier liebevoll eingepackt. Und hier haben wir ein Geschenk. Und das ist alles von Müller. Du hast jetzt aber nicht... Oh mein Gott. Bitte hab nicht übertrieben. Ja, geil. Wie schön, dass es dich gibt von Sheepworld. So eine Tasse. Oh, ist das geil. Die ist mega schön. Oh, ist die groß. Danis Insta-Profil steht übrigens unten in der Infobox, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Also eine richtig liebe, herzensgeile Frau. Ist die geil. Guck mal, wie viel da reinpasst, ne? Wow. Das ist jetzt meine neue Bürotasse. Die kommt mit aufs Büro. Da passen ganz, ganz viele Kaffees rein. Kannst du dir fast schon als Tassensuppentasse nehmen, ne? Aber wie süß die einfach ist. Die ist geil. Danke, Dani. Die ist echt cool. War riesig. Ich meine, guck dir meine Relation zu meinem Kopf an. Warte. So. Ja, für den Kaffee-Junkie Claudia ist sie aber genau perfekt, ne? Dann ist hier ein Herz drin. Happy Birthday. Ein Dauerlutscher. Richtig geil. Esst ihr solche Riesenlutscher? Oder habt ihr die zu Deko rumstehen? Bei mir stehen die leider immer nur zu Deko. Ich finde die immer zu schade, um die zu essen. Ja. Ne? Hartkaramell. Oh. Dankeschön.
voll das Riesenteil, ey. So, hier haben wir das nächste Päckchen. So eine schöne Schleife drauf. Und hier sind natürlich Masken drin. Pretty Animals Maskbar. Geil, da sehe ich aus wie ein Tier. Das ist einmal Raccoon. Raccoon ist Waschbär. Dann ist das eine Katze. Oh, eine Biene. Und eine richtig geile, die habe ich auch schon mal gehabt. Garnier Skin Active mit hier Bambuskohle. Eine schwarze Tuchmaske ist das. Die ist richtig gut. Yay! Dankeschön. Die Animals-Masken finde ich ja ultra. Eine davon wird in meine aktuelle Maskenwoche eingebaut. Ha! Weiter geht die wilde Reise. Mit... Oh, Schwerkraft, Claudi. Schwerkraft. Mit diesem Paket. Oh, du bist ja geil. Du bist ja geil. Von Neutrogena Gesichtspflege und Reinigung. Das ist einmal die Reinigungslotion und das Aquagel fürs Gesicht von Neutrogena. Auch richtig cool. Dankeschön. Das ist toll. Ich hatte mir das tatsächlich letztens auch mal angeschaut. Weil ich habe zurzeit auch von Neutrogena die Cellular Boost-Reihe in meinem Gesicht in Anwendung und finde die super. Und das kann dann demnächst mal verwendet werden. Vielen Dank. Mega geil. Richtig cool. Hydro Boost. Kein Abwaschen nötig von der Reinigungslotion. Aha. Entfernt Make-up und erfrischt für spürbar geschmeidige Haut. Hä? Das entfernt Make-up und du musst es nicht abwaschen? Das kann ich mir ja kaum vorstellen, ne? Aber wahrscheinlich, weil wenn du es auf dem Pad machst und dann über die Augen gehst, dass du es danach nicht mehr abwaschen musst. Okay, ja cool. Mega geil. Und als nächstes hat sie mir Schoki mit reingepackt. Lind, herzlichen Glückwunsch. Selektion feiner Pralines. Nom, 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 nom. Ja, das ist die Rache. Ich sag euch ja immer, dass ihr euch was zu essen und zu trinken holen sollt. Ne? Jetzt werde ich ja auch noch gemästet. Und hier ist ein pinkes Paket mit drin. Das ist hübsch. Das hat pinke Herzchen. Das hat Glitzer drauf. Und ich finde diese Tüte allein schon richtig geil, ne? Hä? Wie gehst du auf? Hä? Oh. Und da ist dekorative Kosmetik drin. Einmal die Romantic Gardens Palette von Catrice. Richtig geil. Everyday Face and Cheek Palette. Die habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut und wollte mir die holen. Habe sie mir nicht geholt. Und so kommt alles zu einem zurück. Geil. Das ist die Gesichtspalette, die ich jetzt mal öffne. Oh, die ist schön. Ne? Die sieht richtig toll aus. Da hast du Blush, Bronzer und Highlighter drin in verschiedenen Nuancen. Und ja, das ist der Bronzer. Dann nehme ich mal hier den etwas dunkleren Blush, der auch ein bisschen schimmert. Mega. Und diesen Highlighter, der ist so Champagner schön schimmernd. Dann swatche ich euch die drei hier mal. Oi, das ist ja schön. Ich mag ja Schimmerblushes, ne? Ja, danke schön. Mega geil. It's your time to bloom. Bloom. Ja, dann blühe ich mal vor mich hin. Das heißt doch blühen, oder? Bloom. Ja, mega, mega coole Sache. Dankeschön. Oh, die finde ich cool. Die wird getestet. Ja. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Catrice mit drin. Ultimate Matte 200. So sieht das aus. Gucken wir mal. Oh, der sieht richtig matt aus. Und der riecht gut süß. Oh, na. Das wollte ich hier mal. Der fühlt sich cremig an. Der fühlt sich an, als wäre der richtig toll. Ja. Ich habe zwar was auf den Lippen, aber ich mach's mal kurz drüber. Ui, das ist mal eine Farbe. Die ist jetzt sehr krass, ne? Aber schön. Coole Sache. Die passt auch gerade gut zu meinem Oberteil. Mega geil. Wird auf jeden Fall demnächst in einem Look verwendet. Richtig toll. Schöne Farbe. Echt. Fühlt sich auch super auf den Lippen an. Und dann hast du mir hier noch was mit reingepackt von Miss Lynn. Be My Flamingo Forever Treat Me Sweet Powder Blush. Das gucken wir uns mal an. Oh ja. Das ist ein schöner Flamingo-Farbton. Cool. Ui. Das swatche ich hier mal. Sehr dezent. Ich gehe mal etwas doller rein. Ja. Ui, der ist pink. Du. Verrückt, du. Geil. Werde ich austesten.
Wie mein Flamingo Forever. Ich finde dieses Bildchen auch so süß drauf, ne? Wahnsinn. Das war ein cooles Paket. Dani, dankeschön. Es ist echt süß. Die Tasse ist so geil. Das, was du dir überlegt hast, dass wir zusammen Kaffee und Kuchen essen. Es ist so niedlich. Diese Karte, wenn ich mal traurig bin, ich öffne die Karte und schon bin ich wieder glücklich. Ich sag dir das. Vielen Dank, wirklich, von Herzen. Wie du schon selber geschrieben hast, es hätte nicht sein müssen, aber dennoch, ich freue mich extrem darüber und richtig, richtig cool, toll, hast du echt total lieb gemacht. Mensch, ja. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. So, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!